Ja, es geht jetzt darum, ein System von Differentialgleichungen zu rechnen. Und zunächst mal habe ich hier eine Matrix gegeben und die möchte ich umwandeln in ein System. Und das soll so geschehen, das berichte ich hier einfach ohne weitere Inhalte. Das wird zu y1' gleich minus 3y1, das ist diese minus 3, plus 1y2, das ist das hier. Und das zweite ist y2' gleich 2y1, das ist diese 2, minus 4y2. Ja, und das heißt, ich habe jetzt aus dieser Matrix dieses System gemacht. Und wenn Sie die anderen Matrizen sich so anschauen, dann bauen Sie auf exakt die gleiche Art und Weise das System. So, wer ist der Vorleser? War niemand? Habe ich wieder vergessen? Ja. Ah, bitte, vielen Dank, bitte die A vorlesen. Lösen Sie das Gleichungssystem mit Hilfe des Verfahrens. So. Einsetzungsverfahren. Sehr richtig. So, jetzt erklären Sie mir, wie soll ich jetzt hier einsetzen? Das verstehe ich nicht so ganz. Was müssen wir da machen? Die erste Gleichung nach y2 auflösen. Gut, dann machen wir genau das. Also, das heißt, wir nehmen die erste Gleichung her. So, und was mache ich jetzt mit der? Nach y2 auflösen hat man y2 ist klein y1 strich plus 3y1. Minus, minus. Plus, oben steht Minus. Ah, da oben steht Minus, da haben Sie recht. Ja, dann müssen Sie, hier steht ein Minus, der ist dann falsch. Gut, Dankeschön. Also, dann passt das, dann steht das so da. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, wie soll ich das jetzt einsetzen? Na, einmal als y2 selbst verletzen und einmal dann ableiten und dann das y2 ableiten. Aha, gut. Also das heißt, ich schreibe jetzt hier, das ist das y2 erstmal. Jetzt machen wir die Ableitung davon. Was wäre denn die Ableitung von diesem Ding hier? y1 einmal abgeleitet plus 3. Jo, das ist das hier. Und was mache ich jetzt mit dem? Das? Jo, dann machen wir das nochmal. Also, ich weise darauf hin, vielleicht sollte ich da nochmal eine andere Farbe nehmen, nicht, dass Sie es sehen, aber die Kamera sieht es vielleicht. Ich nehme mal orange sehen Sie, glaube ich. Also, das heißt, ich nehme jetzt diese Differentialgleichung hier und setze da das hier in diese, das setze ich hier ein. Können Sie diktieren? Ja, und das ist dann quasi der lila Teil hier, ja, völlig richtig. Das heißt, dass das hier... So, und was haben Sie jetzt hier faktisch gemacht? Wir haben ein System aus Differentialgleichungen mit zwei Funktionen. Wir haben quasi zwei Gleichungen mit zwei unbekannten Funktionen. Differentialgleichung erster Ordnung, weil hier maximal der Strich vorkommt. Das habe ich umgewandelt in eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. So ist es, ja. Also da kommt dann das hier mit ins Spiel. Völlig richtig. Und wir werden dann nachher sehen, wie die beiden Lösungsfunktionen y1 und y2 zusammenwirken. Ja, das heißt, das hier werden wir jetzt erstmal so schreiben, dass wir was damit anfangen können. Was müssen wir dazu machen? Mit 0, also alles zusammenrechnen, was gleich ist, beziehungsweise mit 0. Jo, völlig richtig. Das heißt, ich mache den hier rüber und kriege da, glaube ich, ein plus 7 y1 Strich. Und dann habe ich hier ein minus 12 plus 2, das ist minus 10. Also steht da plus 10 y1 gleich 0. Bitte passen Sie ja auf, dass ich nicht verrechne. Sie wissen, da bin ich sehr anfällig. So, ist das so in Ihrem Sinne? Dann, was machen wir mit dem? Ja, dem Ansatz y ist gleich e hoch lambda x, das charakteristische Polynombild. Jawohl. Wie heißt das charakteristische Polynom? Lambda Quadrat plus 7 lambda plus 10 ist gleich 0.
So, und das rechnen wir mit Vieta oder Kraft höherer Weisheit. Oder Sie dürfen es auch mit der Mitternachtsformel rechnen. Was kriegen wir da raus? Lambda plus 5, also Lambda 1 minus 5, Lambda 2 ist minus 2. Mist, ärgerlich, jetzt habe ich es genau andersrum nummeriert, also tue ich mich Ihnen anschließen. Ja, ist völlig richtig, das kommt da raus. So, was bedeutet das jetzt? Das Y1 ist gleich A1 mal E hoch, nein, C1 mal E hoch minus 5, E plus B2 mal E hoch minus 2. Nun, was ist das Y2? Plus 3 mal Y. Jo, also das hier, glaube ich. Ne, habe ich nicht gut. Wo habe ich den? Das habe ich, doch, das habe ich hier. Das habe ich hier, ja. Also faktisch steht das Ganze hier, wenn wir den Strich weglassen, ist völlig richtig. Ich schreibe das trotzdem nochmal hin. Also das ist das, was ich jetzt hier aufschreibe. Was ist Y1 Strich? Das Niveau Klasse 11, das müssen Sie auch fürs Abi wissen. Das hier abgeleitet. Ja, das ist C1 mit so einer Tilde mal E hoch minus 5 plus C2 mit so einer Tilde E hoch minus 5. Nee, diesmal kriegt das Ganze tatsächlich keine Tilde. Diesmal bleibt das so, weil die hängen zusammen. Ja, die sind abhängig voneinander. Das heißt, die Tilde, die hat auch eine Abhängigkeit, da habe ich es umbenannt. Aber den benenne ich jetzt tatsächlich nicht um, den lasse ich so, wie es ist. Und dann kriege ich nämlich das dann so raus, C1 e hoch minus 5x minus 2 C2 e hoch minus 2x. Das ist jetzt das hier. Wie geht das jetzt weiter? C1 mal E hoch minus 5x plus 3 zu 2 mal E hoch minus 2x. Und ich mache Ihnen das Plus orange, dass Sie sehen, woher das kommt. So, und jetzt können Sie das nämlich zusammenfassen. Ja, und dann sehen Sie nämlich, dass Sie vom E hoch minus 5x haben Sie minus 5c1 plus 3c1, also 2c1, mit dem Minuszeichen, minus 2c1 e hoch minus 5x vom e hoch minus 5x. Und dann von dem hier habe ich minus 2 plus 3, also plus c2 e hoch minus 2x. Ja, das heißt, ich habe hier quasi C1 und hier dann minus, minus 2C1. Ich habe hier das C2 und hier auch das C2. Also wie gesagt, das hängt tatsächlich zusammen. Das heißt, wenn Sie hier das C1 gewählt haben, dann liegt dieses C1 logischerweise sofort damit auch fest, weil es eben ein System von Differentialgleichungen ist. Ja, also das heißt, da dürfen Sie auf keinen Fall hier eine Tilde hinschreiben. Und genauso hier, das heißt, Sie müssen hier den gleichen Wert wählen wie hier, nur dann wird das Differentialgleichungssystem aufgehen. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?